Hallo Thüringen. Halbzeit bei der Thüringen-Rundfahrt unter dem Motto, wir helfen Thüringen. Wir befinden uns heute das erste Mal in unserer Landeshauptstadt Erfurt. Hier will die NPD öfter präsent sein, natürlich ganz besonders. Dann, wenn wir am 14. September in den Thüringer Landtag gekommen sind, dann wollen wir hier Politik für ganz Thüringen machen. Und heute ist die erste von insgesamt 4 Stationen in der Landeshauptstadt Erfurt. Insgesamt haben wir schon rund 50 Stationen hinter uns gebracht, haben also schon viel geleistet, aber nochmal in etwa dieselbe Anzahl vor uns. Und ich muss sagen, auch wenn es scheinbar überall dasselbe ist mit unseren Kundgebungen, jede Station ist eine Herausforderung für sich, macht auf neue Spaß. Die Stimmung bei uns ist gut, die Stimmung bei den Bürgern ist gut. Jeder erkennt, dass ich eben etwas ändern muss und dass ich auch diesmal etwas ändern kann. Und deshalb hoffe ich auch, dass Sie am 14. September unser Engagement für Thüringen, für Sie und unsere Zukunft belohnen werden und Ihr Kreuz bei der NPD machen, nicht zu Hause bleiben, sondern Stimmzettel gleich Denkzettel, Zweitstimme für die NPD. Vielen Dank. Sie haben der politischen Korrektheit getrotzt und haben damit gebüßt, indem Sie eben Ihre gesellschaftliche und berufliche Reputation verloren haben. '96 wurden in Thüringen noch über 30.000 Schülerinnen und Schüler eingeschult. Gerade einmal 10 Jahre später waren es nicht mal mehr die Hälfte.